wieder befreien kann. Variiert da manchmal auch so ein bisschen den Abstand zum Tisch, geht ein bisschen nach hinten, kommt wieder nach vorne. Sechs Punkten und dem zweiten Tabellenplatz. Also die Aussicht auf die Playoffs ist wirklich gut. Jetzt haben wir mal wieder so eine Situation, dass Gerasimenko sehr weit hinten ist. Jan Steger hier in Bremen, der war auch immer für solche Aktionen gut. Das wird momentan so ein bisschen von Gerasimenko übernommen. Für Gerasimenko. Tolle Red. Der holt sich diesen erst. Was wir denn in Bremen hier von den Gästen, also vom Liga-Neuling halten. Chancy Bin ja auch bekannt, viele Jahre auch in Grenzau gewesen. Natürlich früher auch sehr. Allerdings kann der Koreaner diese Zeit noch nicht so richtig für sich nutzen momentan. Der kommt nicht mehr. Mut zu. Also auch die Körpersprache ist nach wie vor da. Da war wieder so ein gelöffelter Ball von Gerasimenko. Versuch ein bisschen halblang aufzuschlagen. Auch der war ein bisschen halblang. Und da ist das 3:0 für Kirill Gerasimenko. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das so nicht auf dem Zettel hatte. Wirklich gut.